Gut, ihr lieben Makerlein. Letzte Woche kam in den Kommentaren eine Frage auf, ob ich das mal zeigen könnte und euer Wunsch ist mir natürlich Befehl. Und zwar ging es darum, mal zu zeigen, wie man mit der Palette eine einfarbige STL-Datei in eine mehrfarbige Datei umwandelt, so damit die Palette entsprechend die Datei auch mehrfarbig drucken kann. Kleiner Disclaimer vorab, das ist ein kleiner Downer für die Leute, die jetzt vielleicht ein MMU oder ein anderes Gerät haben, um das entsprechend mehrfarbig zu drucken. Aktuell funktioniert das nur mit der Palette. Ich wüsste auch jetzt nicht, dass das was anderes geplant ist, aber es ist halt eine Software von der Palette, die halt auch nur mit der Palette zusammenarbeitet. Und dann werfen wir auch gleich mal einen Blick in den Canvas 3D rein. Und da seht ihr auch schon mal gleich vier Projekte, die ich bis jetzt in meinem Canvas Hub habe. Das sind zum einmal der Pokéball als Schlüsselanhänger, einmal ein Testdruckobjekt, und zwar der Pikachu, einmal die Keychain zur Kalibrierung von Mosaik und einmal der MakerBot von uns selbst. Genau, das sind so vier Testdateien, beziehungsweise der MakerBot ist natürlich keine Testdatei, der ist halt schon so zum richtigen Drucken gedacht, den habe ich auch schon bisher soweit eingefärbt und ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze auch später aussehen soll, denn das ist natürlich die Zielvorstellung, die wir heute erreichen wollen. Ich werde euch das gleich mal anreißen, wie wir das alles machen. Und da wähle ich jetzt einfach mal aus, dass wir uns den Ganzen mal in groß und unabhängig von der Druckoberfläche angucken können. Genau. Ihr seht jetzt schon, ist ein bisschen auf dem Kopf stehend. Das geht halt anders nicht, weil das gute Stück halt entsprechend ein bisschen die Software halt nicht so gut funktioniert. Ups, da habe ich schon was vermalt. Das möchte ich natürlich nicht. Genau. Ihr seht, der MakerBot an sich hat vier Farben eingebaut. Einmal die Grundfarbe weiß. Das Display ist dunkelblau, die Augen und hier vorne diese Hahnenkamm sind entsprechend in Neongrün jetzt hier gehalten und der Schlips, die Hose, die Arme, Ohren und der Hahnenkamm selbst sind in Orange gehalten. Und das Ganze zeige ich euch jetzt, wie man das entsprechend mit einem neuen frischen Objekt und mit einem neuen frischen Projekt entsprechend hinbekommt. Dazu eröffne ich mir ein neues Projekt als allererstes und füge dann ein Modell hinzu. Und da seht ihr jetzt schon mal einen Unterschied. Hier gibt es einmal mehrfarbige Modelle. Das heißt also mit Multimaterial-Unterstützung. Das heißt, man kann schon, wie man an dem Icon hier oben erkennen kann, entsprechend Modelle hochladen, die schon vorbereitet sind für das mehrfarbige Drucken. Also, wie zum Beispiel mal die Keychain von Mosaik. Die war zum Beispiel mal eindeutig schon als mehrfarbiges Objekt und Multimaterial-Objekt angelegt. Das bedeutet, das sind ursprünglich zwei Dateien, die man importiert und die beiden Dateien übereinander legt. Und dann so ausrichtet, dass beide Dateien quasi ein Objekt zusammen ergeben. Was wir aber jetzt haben wollen, ist, dass wir hier ein Single Material Modell importieren. Und das bedeutet, dass wir wirklich jetzt hier den MakerBot als optimierte Version einfach importieren. Ihr seht, der ist hier jetzt als einzelne Datei und nicht mit irgendwie die Augen, der Hahnenkamm oder der Körper und sowas getrennt, sondern es ist eine Datei. Die importieren wir jetzt erst einmal. Es dauert ein klein wenig, bis es hochgeladen ist, weil die Datei recht groß ist. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, den MakerBot könnt ihr bei uns auf der Webseite für 50 Cent entsprechend kaufen. Aktuell ist die Webseite noch offline, aber ab morgen oder übermorgen wird die Webseite wieder live sein. Genau, ab übermorgen. Hat mit der Umstellung der Mehrwertsteuer zu tun. Deswegen haben wir es jetzt offline genommen, weil wir gerade ein bisschen was vorbereiten müssen. Es ist nicht gerade wenig Arbeit. Und dann geht der neue Shop, geht online und dann könnt ihr es da wieder runterladen. Auf jeden Fall, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch die Tage gerne mal zur Gemüte führen. Und euch auch gerne mal den MakerBot runterladen. So, und dann seht ihr, haben wir jetzt hier einen erstmal in blau gehaltenen MakerBot. Der ist einfarbig und steht da in seiner vollen Pracht, wie er eigentlich von seinem Schöpfer erschaffen worden ist. Genau, den wählen wir jetzt aus und dann sehen wir hier unten, wird auch schon gleich der Button Paint Selected aktiv. Und da klicken wir natürlich drauf, weil da wollen wir hin. So, dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Das ist jetzt noch die Originalgröße. Also normalerweise drucke ich die MakerBots bei 50% oder so in Richtung. Sven hat jetzt letztens im Stammtisch gezeigt gehabt, dass er die MakerBots bei 160% gedruckt hat, um seinen Ender 3 mal ein bisschen auszureizen. Das werde ich die Tage auch mal machen. Ich habe nämlich meiner besseren Hälfte versprochen, dass sie auch mal einen großen kriegt. Muss ich auch mal gucken. Ich will auch hier für hier mal entsprechend den einen oder anderen groß haben. Ich meine, drüben kommt er dann dahin, wo die Visitenkarten von Makorama stehen, so als Eyecatcher quasi, ne? Dass er dann da direkt steht und die Leute so aufmerksam werden, so huch, was ist das denn? Ah, das ist eine Visitenkarte von Makorama. Kann man gleich mal mitnehmen, ne?
direkt als Eyecatcher drüben hingestellt. Kommt beiden zugute. Genau. So, und jetzt haben wir hier so den Makeobot immer noch in Blau. Und ich würde sagen, als erstes gehen wir mal hin und definieren uns hier zum einen mal die Farben. Weiß als erste Farbe definieren wir mal hier. Und dann sehen wir schon gleich, der Makeobot wird komplett weiß. Die zweite Farbe setzen wir mal auf Orange. Die dritte Farbe, wissen wir ja, ist so ein Neongrün. Ja, das kommt ungefähr hin. Die vierte Farbe wird ein dunkles Blau. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da so ein richtig cooles, fettes, dunkles Blau... Habe ich nicht... Habe da so ein Vertigo Starlight von Colorfab... von Filamentum im Gedächtnis. Und ich würde sagen, das passt ziemlich gut. So ein bisschen schon fast, wo es ins Lederne reingeht. Aber das ist vollkommen okay. Das passt zu dem Neongrün. Finde ich super. Gut. Als nächstes wählen wir hier oben die Füllmethode aus. Und dann sehen wir hier auch schon einen Create Regions Dropdown. Und wenn wir das aufklappen, sehen wir hier schon so ein bisschen mehr Informationen. Und was dieses Create Regions bedeutet, ist ganz einfach, dass Canvas uns die Möglichkeit bietet, Flächen zu erkennen, Kanten zu erkennen und daraus Regionen zu erstellen. Und diese Regionen können wir dann auch getrennt von allen anderen Regionen erstmal einfärben. Das ist sowas von hilfreich, weil wir dadurch nämlich bestimmte Bereiche vom Makeobot, von unserem Objekt, gleich richtig einfärben können. Das zeige ich euch mal. Ich lasse jetzt mal die Werte, wie sie hier sind, komplett unangetastet und stelle die einfach mal komplett so ein, wie sie sind. Und dann drücken wir mal Create Regions und schauen einfach mal, was passiert. Das dauert jetzt einen Moment und dann sieht man jetzt schon leicht, dass hier am Auge zum Beispiel mal die Umrandung halt jetzt lila ist und nicht mehr mit weiß oder schwarz schattiert. Hier auch beim Makorama-Logo oder hier beim Display entsprechend ist schon was passiert. Da hat er schon also ein bisschen was erkannt. Hier diese Kanten zum Kopf hin oder hier unten zu den Armen hin hat er nicht erkannt. Zur Hose oder zum Schlips auch nicht ganz. Aber das ist nicht weiter tragisch, weil das kriegen wir alles hingebogen. Genau. Also, wir haben jetzt gesagt gehabt, das Display wollen wir so ein bisschen dunkelblau haben. Okay, wählen wir das mal aus. Na, und gehen einfach mal hier drauf. Und tada, schon ist das Display entsprechend dunkelblau. Als nächstes möchte ich gerne den Rand hier noch mit dunkelblau haben, weil das gehört mit dazu zum Display, finde ich. Blub, blub, Display ist fertig. Dann hole ich mir das Neongrün und sage, okay, ich möchte die Augen jetzt noch einfärben. Blub, blub. Und schon ist das Ganze eingefärbt. Und da sehe ich jetzt schon, hier hat er die Regionen erkannt für das Auge an der Seite, die Einfassungen, hier aber nicht. Also klicke ich hier nochmal drauf und siehe da, jetzt hat er das auch erkannt. Das ist schon mal richtig cool, das ist schon mal richtig geil. Jetzt probieren wir nochmal was aus. Übrigens mit der Control-Taste, wenn man die gedrückt hält und die Maus dann bewegt, kann man das Objekt entsprechend in der Gegend hin und her schieben. Ja, wenn man sonst normalerweise das dann dreht oder anwinkelt, kann man es hier komplett verschieben auf der X, Y und Z-Achse. Genau. Als nächstes gehe ich hin und versuche mal mein Glück damit. Und das klappt nicht ganz. Da sieht man schon, da stößt das Ganze an die Grenzen, weil er hier diese runden Kanten halt nicht erkannt hat. Das müssen wir später nochmal nacharbeiten. Also wieder zurück auf Anfang, wieder auf Weiß. Ne? So, dann probieren wir es mal mit Orange. Und Orange ist ja bekanntlich der Schlips, beziehungsweise das, was hier so im Logo drin ist, das zum Beispiel kann man mal orange einfärben, das sieht schon mal gut aus. Der Schlips sieht auch gut aus soweit und schon haben wir hier den Schlips mal orange angefärbt, sogar inklusive Kanten da unterrum. Das ist wunderprächtig, das gefällt mir richtig gut. Da der zweite Teil vom Schlips noch einfärben und schon passt alles. Super. Jetzt wissen wir aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hingehe, ich zeige euch mal kurz, was jetzt passiert, wenn ich jetzt mal auf den Bauch klicke. Also hier unten erkennen wir zwar klar und deutlich eine Kante, auch hier zu den Armen erkennen wir klar und deutlich eine Kante und zum Kopf hin auch. Ich klicke jetzt einfach mal drauf und wir sehen mal, was passiert. Die Arme hat er noch erkannt, den Kopf auch, aber die Hose nicht mehr. Und das ist halt, ja, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Also machen wir das Ganze nochmal rückgängig und versuchen das Ganze mal, das mag er jetzt nicht.
rückgängig machen mag er nicht so ganz. Okay, dann machen wir es so. Und dann versuchen wir jetzt mal, weil er ja eben die Arme erkannt hat. Ja, erkennt er jetzt auch. Super. Das ist echt wunderprächtig. Das bedeutet, dem guten Makobot brauchen wir jetzt nur noch die Hose anziehen und nochmal die Hammelohren langziehen, damit die Ohren entsprechend schön rot sind oder orange sind, dass der Hahnkamm orange ist und dass das andere Ohr noch orange ist. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Und ihr seht, das ist nicht schwer. Das ist total einfach und super easy, auch selbst für Dummies wie mich, dass man damit seine Objekte relativ schnell, leicht und ohne großartigen Aufwand einfärben kann. Und das finde ich, das macht halt den Preis der Palette mit aus. Ich möchte jetzt hier keinem so ein Ding aufzwingen, aber wenn ihr vor der Entscheidung steht, MMU oder Palette, versucht die Software mit in eure Gedankengänge einfließen zu lassen. Klar, es sind nur 4 Farben auf der Palette. Ja, bei der MMU habt ihr 5. Das ist eine Farbe mehr, gebe ich euch mit, das Ganze. Aber ihr habt halt ein einfarbiges Objekt und denkt so, oh, das wäre cool, wenn man das jetzt einfärben könnte. Das kann man halt mit einem Canvas machen, mit der MMU leider nicht. Das finde ich ist dann schon, muss man sich mit in seine Überlegungen einbeziehen. Gut, aber zurück zum Topic. Was wir hier jetzt noch haben ist, wenn ich jetzt versuche, die Ohren einzufärben, wird der Kopf automatisch auch mal komplett orange. Das wollen wir natürlich nicht. Also wieder zurück auf weiß und dann haben wir oben noch andere Werkzeuge. Hier können wir die Facetten entsprechend einfärben, hier können wir mit einer Sphäre entsprechend Objekte einfärben und das hier ist noch so ein Stempelwerkzeug, was ich so aktuell nie verwendet habe, wo man wahrscheinlich irgendwelche Sachen klonen kann, müssen wir mal gucken. Aber bis jetzt zum Einfärben reicht mir einfach die Sphäre und ich sage, okay, ich möchte die Sphäre mit der Farbe Orange haben. Und jetzt gehen wir einfach mal hin, stellen die mal ein bisschen größer. Ja. Und dann sage ich, okay, ich möchte hier das Ohr einfach mal in Orange haben. Und ihr seht, es geht super einfach, das einzufärben. Ja, ich habe jetzt zwar hier ein bisschen übermalt an der Kante, aber das ist jetzt noch nicht so mega doll schlimm. Da seht ihr auch schon, die Kante erkennt er recht gut beim Zeichnen, durch die Polygone halt, durch die Facetten. Und dann versuche ich mich jetzt hier so ein bisschen feiner ranzutasten und das andere kriegen wir nachher nochmal behoben. Dann machen wir es wieder ein bisschen kleiner. Und ziehen den Makobot wieder ein bisschen runter. Das müssen wir nachher nochmal leicht korrigieren. Aber das geht schon mal richtig, richtig gut soweit. So, und das Übermalte. Ihr seht schon, wenn ich so ganz leicht mit dem Pinsel dran gehe, geht diese Facette schon weg. Dann habe ich da schon relativ schnell eine saubere Kante. Da die Facette möchte ich auch nicht haben. Ja, das war ein bisschen, das war nicht so toll. Da habe ich ein bisschen zu grobschlächtig gehandelt. Und dann noch ein bisschen. Und schon haben wir da eine saubere Kante. Ihr seht, das geht richtig einfach. Also die Jungs von Mosaik haben da richtig gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich arbeite jetzt hier, wie ihr sehen könnt, nicht mit einem Stift oder sowas in Richtung. Wie immer die ganzen Grafikprofis oder sowas. Das habe ich auch drüben liegen, habe ich schon ewig mal nicht mehr benutzt. Ich arbeite hier mit einer ganz normalen Maus. Ja, ich kann es sogar auf dem Trackpad vom Laptop machen. Das ist kein Thema. Aber ich arbeite jetzt hier ganz normal mit einer Maus und erziele hier Ergebnisse, die sich echt sehen lassen können. Das muss ich echt sagen. Ist einfach das Geld wert. Ja, da steckt das Geld von Mosaik drin, dass die halt eine Software noch dahinter geschrieben haben, die, würde ich mal sagen, selbst Kinder bedienen können. Ja, und das ist halt das Schöne, dass der Frustfaktor halt einfach nicht da ist und es ist halt ein dicker, großer Punkt, finde ich. Blub. Jetzt haben wir hier dieses Dreieck weg. Ja, da war ich ein bisschen zu voreilig, da auch. Blub. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen konzentriert arbeitet, hat man ruckzuck sein Modell entsprechend eingefärbt. Und das sieht dann richtig, richtig gut aus zum Drucken. Ich habe natürlich bei dem Modell, was ich vorher gemacht habe, habe ich mir wirklich
tagelang Zeit gelassen, weil ich erstmal alles Mögliche noch parallel bei der Palette einstellen wollte. Und habe erstmal die Software kennenlernen wollen und wollte auch wirklich dann solche Kanten hier wirklich so perfekt wie möglich machen, dass ich reingegangen bin und solche Sachen hier weggemacht habe. Das kommt natürlich drauf an. Das ist, verzeiht die Hardware natürlich auch zum gewissen Teil. Habe ich mittlerweile festgestellt. Nicht alles, aber man muss nicht immer 1000%ig genau arbeiten, so wie ich es jetzt hier manchmal mache, um halt gute Ergebnisse zu bekommen. Weil der Übergang wird sowieso nie 100% oder 1000%ig gut sein oder genau sein. Von daher ist es vollkommen ausreichend, wenn man das jetzt so macht wie ich hier. Ja. Ach komm schon, zum Schluss noch das letzte kleine Dreieck da. Ach ja. Gut, und dann wieder versaut. Blup. Ja. So. Und schon haben wir quasi den halben Makeobot fertig. Das Endergebnis habt ihr eben gesehen, das blende ich euch nochmal ein zum Schluss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch ein bisschen weitergeholfen, vielleicht mit eurer Entscheidung für die Palette. Falls ihr die Palette kaufen wollt, die gibt es bei uns im Online-Shop. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr die Palette schon habt, hoffe ich, ihr habt Spaß damit, wenn ihr einfarbige Objekte jetzt einfärben könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, happy printing!